So, welcome back zur ESL ThinkFast Razor League, der fünften von fünf Gruppenphasen und diesem Spiel zwischen Swaggy Dudes und Argon Luktar, das zweite Spiel im Best of Two. Entscheidend, entscheidend, entscheidend. Und mal gespannt, wie sich die hier machen. Letztes Spiel lief nicht so gut. All push, all liken, all go. Mal schauen, wie es in diesem Spiel wird. Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Radiant Team Pick. Gut. Ja, mal gerade Sound überprüft, ein bisschen leiser jetzt meinen Sound gemacht. In-game Sound wird ein bisschen leise und ich glaube, ich bin laut genug. Ja, Swaggy Dudes bei Meepo und Festes Void, somit Swaggy Dudes im Troll Mode. Argon Luktar bannen den Push. Kriegen dafür eine Viper und Swaggy Dudes fangen an mit Terrorblade Chant, seriously. Okay. Und nehmen einfach den anderen Push, der da noch draußen ist. Hey, wir kriegen keinen Like, wir nehmen Terrorblade Chant. Ach du Scheiße, okay. Das wird interessant. Das wird interessant. Ich freue mich. Chen, sehr lange her. Und auch Terrorblade. Nach der ersten Phase, wo er perma gebannt wurde, wo er auch teilweise gezeigt wurde, dass er zu imber ist. Oder ein bisschen genervt ist, aber immer noch eigentlich zu imber. Und wird auch eigentlich gebannt, zumindest in Pubs. Aber in der Pro-Scene ein bisschen vernachlässigt worden. Ich weiß nicht ganz warum. Ob das wegen Nerfs war oder nicht. Aber ist halt ähnlich wie Lycan. Pusht immer noch extrem hart. Und es wird auf jeden Fall eine scary Sache sein für Swaggy Dudes, die halt generell schon vom Gameplay und so generell ein bisschen voraus sind. Von Argon Luktar, das hat man letztes Game gesehen. Wurde halt vollkommen überrannt. Und tja, wenn sie jetzt sowas auspacken, was halt funktionieren muss, wo sie einen kleinen Vorteil schon haben müssen, damit es richtig gut funktioniert. Ich glaube, den haben sie. Viper's Gareth Mage ist super. Außerdem, man beachte hier die beiden Kombos. Also die beiden gleichen Logos quasi und hier auch blau-blau, gelb-gelb. Anyway. Angeluktar haben ein gutes, stabiles Lineup bisher jetzt schon. Viper's Gareth Mage ist nicht kombomäßig gut, aber es sind Heroes, die mit wenig auch klarkommen. Gareth Mage braucht ein paar Levels schon klar, aber auch nicht so viele. Um mit Arcane Balls und besonders dem Silence, ganz wichtig, halt auch schon früh Action zu machen und auch besonders Viper ist da sehr resistent. Daher haben sie, glaube ich, die Möglichkeiten. Die Frage ist halt, wie die Lane Stage läuft und ob Swaggy Dudes einfach sie outplayen. Das wird, glaube ich, so das Problem sein. Tja, und Tinker, ja, okay. Swaggy Dudes gehen all in für Skill und picken einfach nur Heroes mit Individual Skill, die ja viel Action machen würden. Klar, es ist Push, aber es ist halt auch sehr, super greedy. Ja, Clockwork Jack Heroes waren die Buns von Swaggy Dudes tatsächlich Jack Hero gebannt. Hätte ich jetzt als Miss Support noch vorstellen können und ja, Argon Luktar bannt das Lineup von eben weg. Kann ich ihn nicht verhindern, übernehmen. Ist so besser. Ja, das gefällt mir tatsächlich sogar noch besser mit dem. Das Ganze dann hier hin. Und dann sieht das schon besser aus. Gut, Earthshaker für Argon Luktar. Definitiv super gegen Tinker. Und auch gegen Terrorblade Illusions. Super cool. Timbersaw von Swaggy Dudes auf der Offlane, alles Snowball Heroes. Swaggy Dudes haben hier
sich zum Ziel gemacht, auf jeden Fall das Ding hier nach Hause zu spielen und einfach nur Helden zu nehmen, die super snowballen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass es das tut, weil doch ein gewisser Skillunterschied hier vorhanden ist, aber wenn nicht, haben Argo und Lukta hier den größten, keine Ahnung, das größte Happen entgegengeworfen bekommen, was irgendwie Swaggy Dudes vorhaben. Denn das ist halt schon so eine Ansage. Und wenn Argon sich glückt, auch mit einem Draw Ranger, gehen jetzt auch ein bisschen greedy rein. Wenn sie sich da ganz gut verhalten, dann könnte es ganz gut laufen. Der Draw auch, Aura für Viper und Scareth Mage. Ja, es kann. Also auf jeden Fall haben sie die Möglichkeiten. Die Frage ist halt jetzt nur, wie der Laning ist, wie die Skills von den einzelnen Leuten aufhängen und so. Könnte das ganz gut funktionieren. Ich würde hier noch ein Centaur bannen von Swaggy Dudes. Einfach weil das Repositioning da groß ist und auch Timmersaw und Tinker halt auch nicht hinterherkommt. Und vor Marches wegrennen und vor Terrorblade Illusions wegrennen, geht das doch schon relativ gut mit dem Cent. Und Bad Rider ist der Ban. Wäre auch ziemlich cool. Aber halt auch Bad Rider ist halt auch schwierig, ne? Wir haben ziemlich viele einzelne Hero, wo man sich verklicken kann. Mit Terrorblade Illusions, wo man verfallen kann. Das ist mit dem Lasso vielleicht nicht so. Es ist auf jeden Fall, muss da alles sitzen. Anyway, tja. Venge for Spirit Bun. Ja, doch, ziemlich scary für eine Draw, aber Sniper-Männer noch, na gut. Okay, ja, Supports ist egal. Terrorblade geht in den Wald oder was? Oder geht Tinker in den Wald? Ne, Chen ist ja im Wald, hä? Und Tinker geht Ancient Jungle, aber seriously? Was ist das? Boah, you just went... Nein, sage ich jetzt nicht. Das ist ein komplett durcheinanderes Lineup. Tja, diese alten Gaming-Habits. Die Dinge ablegen. Okay, es ist halt kein verrücktes Lineup, weil verrückt ist Mental State. Es ist kein... Ja, komisches Lineup ist es schon. Anyway. Ang und Luktar brauchen hier noch einen Offlaner. Ich könnte mir ein Center ganz gut vorstellen. Könnte hier ganz gut funktionieren. Ansonsten. Ja, Clockwork auch. Durchaus gegen Ticker ziemlich gut. Aber vielleicht wollten sie hier gerne einen Fernkämpfer haben. Nature's Prophet ist vielleicht ein bisschen zu squishy dafür. Und wird vom Tinker halt relativ schnell gebürstet. Ist kein gutes Lineup für einen Nature's Prophet. Ja. Ja, wahrscheinlich Clockwork oder Centaur. Aber sie wollten halt eigentlich was mit der Draw Ranger haben. Visage Offlane? Nee. Eher nicht. Und, ha, okay. Viper Offlane? Oder sie gehen Aggro? Ja, also natürlich gehen sie aggressive. Das ist super für aggressive zu gehen. Viper oder Brewmaster Solo Lane. Also auf jeden Fall vom Draft hat Aragorn Luktar hier den besseren Draft und hat auf jeden Fall, wenn es halt eins gibt, was sie brauchen, dann haben sie jetzt den Vorteil im Draft. Das haben wir Swaggy Dudes auf jeden Fall schon auch so hingegeben. Tja, bin mal gespannt, ob es dann trotzdem funktioniert. Oder ob. Prepare for battle. So, also wir haben Erotic auf dem Earthshaker zusammen mit EFG auf dem Scareth Mage. Dann Rojan auf dem Brewmaster. Lornelin, eigentlich als Solo-Laner, jetzt diesmal auf der Viper. Und ZFY auf der Draw Ranger. Swaggy Dudes. Ja. No auf dem Terrorblade. Timezo auf dem Sniper. I changed my name again. War das Brofist? Ja, das ist Brofist auf dem Timbersaw. Dubsai auf dem Tinker und Weiß ich nicht ganz, wer das nochmal war eben.
Ja, ich glaube, sie haben da so einen Brewmaster gefunden. Brewmaster tatsächlich offline. Und kein Aggressive Trilane hier. Ja, wird auch so erstmal okay sein. Schöner Block hier. Auch schöner Slow hier, aber ja, nicht möglich. Auch interessant, dass hier trotzdem kein Drunken Brawler geskillt wurde. Aber auch mit dem Stout Shield war da auf jeden Fall okay. Das muss noch. Okay. So, ein bisschen die Rauschstärke noch ändern. Also, und Brewmaster hat den Wort gesetzt, sodass alle wissen, dass es das ist. Und ein cooles Timber Source Set. Nice. Gefällt mir. Definitiv. Was ist das? The Manacle Machinist. Cooler Shit. Cooler Shit. Und wir haben tatsächlich einen Sniper Terrorblade. Ist es jetzt ein Support Sniper? Nee, er nimmt einen Last Hit. Das ist ein Support Terrorblade. Nur für den Slow. Na gut, aber Brewmaster wird hier oben eine gute Zeit haben. Viper in der Mitte gegen Tinker ist auch okay. Erste Gegend kommt schon von Earthshaker. Der nicht gesehen, aber wahrscheinlich doch gesehen wurde. Und ja, Scarlet Mage kann das halt alleine machen hier. Hat Concussion auf Level 1, kriegt er jetzt Arcane Bolt, um dann ein bisschen zu harrison. Oder vielleicht auf den Silence zu gehen. Um die Möglichkeit einer Timber Chain zu verhindern, aber ich glaube Damage. Wobei mit 6 Tangos und Reactive Armor ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, hier wirklich zu mit Arcane Bolt ernsthaft zu harrison. Erotic hat noch keine Fischer finden können. Hofft hat, dass der Tinker halt prinzipiell über diese Linie hinausgeht, aber wird er nicht tun. Ja, Pings kommen aus, okay, er steht hier. Wurde gesehen. Von daher muss er hier auch wieder zurück. Ja, ist sich nicht ganz sicher. Ja, verschwendet hier Zeit, aber als Earthshaker hat man die Zeit halt einfach auch. Von daher. Naja, mal sehen auf die Lanes. Generell, Tinker gewinnt erstmal in Last Hits soweit seine Lane. Hat ein bisschen einen Vorteil, aber es ist sehr knapp. Ansonsten Shen farmt halt, Sniper farmt halt. Sie haben halt durchaus einen Jungler. Earthshaker ist halt in der Mitte, um immer ein bisschen Pressure zu machen, aber es funktioniert halt einfach gerade nicht. Und jetzt kommt halt der Gank in der Mitte von Shen, aber Earthshaker ist halt da und könnte es unter Umständen verhindern. Aber ja, kommt hier rein. Wird auf jeden Fall ein guter Gank. Die Frage ist halt, was Earthshaker machen kann. Anscheinend nichts, weil er zu spät ist. Fischer kommt aber zu spät. Da war er zu weit weg. Hat damit nicht gerechnet. War auf dem Zurückweg und konnte dann doch nichts machen. Schön gemacht von Zweck, dass sie halt auch einfach gegoat haben. Und gezeigt haben. Tja, Timmerson ist hier sehr low. Und geht tatsächlich vom Arcane-Bot nach down. Knappes First Blood in der Mitte. Aber halt auch der Return-Kill. Zumindest auf der Offlane. Dass sie da noch den Down bekommen haben. So, schauen wir hier. Ansonsten. Tja, Brewmaster wird gut geharrist, aber. Bin mal gespannt, wie diese Lane hier mit Terrorblade und Sniper funktioniert. Oder ob sie da halt auf Level 6 mit dem Brewmaster halt ziemlich schnell. Tja, ziemlich schnell Heroes verlieren. Und hier vielleicht den nächsten Go zu machen. Aber nein. Nicht möglich. Trifft alles schön. Hier tatsächlich mehrere Silence beieinander, aber hilft natürlich nichts. Ist halt ein bisschen zu weit hinten. Schönes Fissure-Timing. Aber im Endeffekt war halt einfach zu weit. Zu weit hinten. Regeneration Phone für Scarlet Mage. Richtig super. Freut es hier. Viper kriegt die Bottle, die Dings nicht, aber immerhin kein Bottle Recharge für den Tinker, denn die Bottle war noch nicht da. Wenn Viper und Tinker farmen am meisten in der Mitte, ist es noch even. Dahinter direkt, ja gut, Draw und Sniper, wie sie halt farmen und Brewmaster geht hier down. Bottle sich noch hoch, versucht das hier zu fighten. Noch ein Miss, kein Miss. Aber auch, er hat tatsächlich noch hier eine Salve. Und kommt damit weg. Das ist bitter.
Muss hier gucken. Chen in der Mitte hat hier den Gank in der Mitte auf die Viper erfolgreich gemacht. Und es ist halt richtig bitter für Brewmaster, dass er quasi keine Dodges hatte. Na gut, 15% Chance ist nicht viel, aber konnte im Endeffekt nicht dodgen. Ein Arcane-Bolt kommt, wenn er vorher hittet. Nein, hittet nicht. Ah, das ist bitter. Das ist bitter und das überlebt tatsächlich hier Zapper noch. Brewmaster könnte hier ein zweites Mal down gehen, ist sehr geslowed, aber Ulti ist noch nicht fertig. Headshots, wenn die so weiterlaufen. Aber nein. Auch nicht so. 3-1 hier für Swag. Mit dem Greedian Lineup, aber halt Chen zahlt sich halt aus. Zwei Kills in der Mitte damit. Und die Greed scheint durchzukommen. Denn ein Kill auf der Offlane ist halt nichts gegen den Jungler. Weiß nicht, was die Entscheidung war, da nicht aggressive zu gehen. Timbersaw gegen Brewmaster hätte man gut machen können. Dann hätten sie halt eine Draw, ja. Das wäre eine richtig scary Offlane gewesen. Aber so. Nichts. Und sie verlieren hier zumindest die Top-Lane, verlieren sie. Die Bottom-Lane kriegt Timbersaw halt genug. Draw Ranger farmt, aber halt die Mitte verlieren sie, das ist das Problem. 2-1 an den Lanes und einen Jungler, was da ziemlich viel ist. Das Schicker versucht den Block und schafft es tatsächlich, weil Micro ist hart. Schöne Fischer. Aber verändert nur die Länge. Und das Gareth Mage ist tot. Macht ein bisschen Damage, aber. Die. Oh, sie gehen da tatsächlich rein, um ihn zu retten. Niemals einem Teammate helfen. First Rule of Loto. Mann. Nee. Da war die Viper zu tief drin. Sie haben die Chain Rotation gesehen. Sie haben auch den Terrorblade gesehen. Das heißt, das war halt sowieso ein. Also, Scarlet Mage war tot und Viper geht dann quasi in 3 rein. Das war ein bisschen dumm gelaufen. Vielleicht kriegen sie oben einen Kill auf den Sniper, wenn der Low hier trifft. Und das tut er. Und das sollte ein easy Kill sein. Split brauchen wir leider nicht. Und einfach schöner Kill. Brewmaster holt sich den Kill auf den Sniper. Sehr wichtiger Kill. Aber Draw Ranger könnte hier... Nein. Stirbt hier beinahe gegen... Timbersaw hat aber dann noch den Gash, um sich da zu retten. Der Salve ist erstmal wieder okay, aber Chen ist jetzt hier. Haben sie aber gesehen, von daher wird hier Draw Ranger sehr defensiv spielen, wie man hier schon sieht. Und ich hoffe, sie haben TPs, sonst könnte das ein Problem werden. Aerith Rage wird hier wiedergefunden und wird tatsächlich eingesperrt. Nein, doch nicht. Okay, von daher super Fischer, aber reicht nicht ganz. Fischers sind on point, muss man schon sagen. Aber irgendwie reicht es halt nicht, um den Vorteil zu machen. Und da ist das erste Ulti vom Sniper. Der erstmal Leute sniped. Und ich glaube, das wird auch der zweite Tower, der hier gepusht wird. Brewmaster kann da reingehen, aber es sind halt auch einfach zu viele. Und jetzt muss er wohl splitten. Will klappen und split. Nö. Na gut. Dann nicht. Gareth Mage. Kriegt's auch nicht hin. Timbersaw TP raus. Das ist halt das Problem, dass man das sehr einfach machen kann dagegen. Prinzipiell an die Draw ranrennen und wegtippen, um noch das Ulti zu disablen. Tja, und dann geht hier der zweite Tower. An Swaggy Dudes. Ja, ein bisschen Animation Canceling von Santa Warner hier. Und Scarlet Mage wird hier gefunden. Ups. Out of position. Pew pew pew. My ears. Ja, Orchid und so, aber. Jetzt könnten sie aber einen schönen Split machen, ja. Tower Plate sollten sie auf jeden Fall bekommen, aber das ist halt eigentlich zu wenig. Sie wollen hier einen Sniper haben. Kriegen hier den Chen und mit einer Fischer, aber Cooldown, ne? Nee, kein Mana für die Fischer, das ist bitter, sonst hätten die dann. Aber den Sniper könnten sie trotzdem hier mit der Viper bekommen. Ja. Auch ein Kill hier. 13-0. Richtig guter Trade hier. Timbersaw will hier nochmal reingehen, aber immer noch kein Mana für die Fischer, das ist. Super doof. Auch noch keine Boots First Check, okay. Wer sich jetzt gönnt. Und Brewmaster finden sie noch. Und der ist ein bisschen zu weit vorne jetzt. Sollte wahrscheinlich down gehen. Hochgechained, aber
Oh, ja, die Fische hätte man treffen können. Versucht hier ein bisschen zu bodyblocken, bis hier die Draw Danger da ist, aber Silence gemisst. Sollte sich jetzt hier aufpassen, aber kein Mana natürlich alle auf Fintimassor, von daher könnten sie hier einfach weitermachen. Allerdings hat die Draw hier so ein kleines Problem und sollten sie definitiv sich um die Draw kümmern. Viper? Weil die Draw ist wichtiger und die macht halt auch noch den Damage, wenn sie turnen kann. Das kann sie jetzt. Und auch Swag No geht hier down. Wieder ein 2-0 Trade. Argon und Luktar holen auf. Aber das ist halt prinzipiell das, was passiert, wenn AL nicht throat und Swag so weiterspielen. Allerdings haben wir halt auch noch einen Dink auf dem Board, der jetzt BOTs hat und so langsam aktiv wird. Naja, haben sie da durchaus noch Möglichkeiten. Auch ohne Troll-Mode mehr Weepick-Carries da weiterzumachen. Und jetzt hat den Sniper. Sniper hat TP auf Cooldown und wird dementsprechend hier wohl down gehen. Ja. Gut, dass man das so einfach throwen kann. Mega-Kill für die Viper. Mecha ist jetzt auch da. Können sie vielleicht die ersten Tower schon selbst wiederholen. Nämlich den Bottom Tower. Mecha kommt geflogen gleich. Komplettes Mecha, okay. Earthshaker ist auch diesmal mit Mana da. Und hat den Ring und so. Und das hat gute Regeneration hier. Könnten halt direkt auf den Sniper gehen. Aber die Fissure kommt nicht. Und vielleicht, genau, es ist hier besser, die Wall zu machen, um die Leute abzuhalten. Aber lebt halt immer noch. Mecha ist nicht unterwegs, das ist bitter. Wenn hier das Mecha gewesen wäre, hätte sie definitiv alle überlebt. Haben halt, waren so greedy, haben nicht auf das Mecha gewartet. Und bezahlen damit den Preis. Terrorblade geht oben noch down. Aber was soll's dafür, wenn sie so viele Streaks mit der Draw und der Viper abgebrochen haben. Das war nicht so doll. Auch Brewmaster immer noch nicht auf dem Weg zum Blinkdagger, obwohl er relativ gut dabei ist. Ist nicht so gut. Finden den auch und müsste hier splitten. Nein. Sieht nicht rechtzeitig genug, dass er da gesniped wird und wollte auch nicht den Split benutzen, um den Tower, der sowieso schon tot ist, hier noch zu deffen. Kann ich auch verstehen. Wir können hier daraufhin weiter pushen. Terrorblade geht jetzt mal auf den Skywraith Mage, den er auch tatsächlich sogar alleine down bekommt. Kostet Terrorblade ist strong. Wir wurden ein bisschen gefarmt. Der Draw Ranger wurde jetzt einfach so hier im Wald gefunden. Okay. Das ist nicht so doll. Und auch noch Vipers mitten in Gegnerhand. Wo sie doch eigentlich sehen, dass hier alle waren. Und können dann nicht mehr umdrehen. Map Vision ist da nicht so gut. Tinker hätten sie jetzt hier vielleicht sehen können, aber Fischer war gerade wieder auf Cooldown, wo er sie hätte werfen können. Hätte blind hier reinschießen können, aber hat es trotzdem nicht getan. Ein Free Ocean fürs Weg somit. Tja, 16 zu 10, Swag nehmen jetzt wieder so die Führung rein, denn sie haben ganz gut Necro. Okay, All Push und Sniper. Ja, steht halt nur hinten und kann dann deshalb Necro spawnen. Müssen halt auf Echo Slams aufpassen, aber ohne Blink sind die halt auch erstmal schwieriger. Timbersaw picked up the Aegis und wird deshalb huge geflamed von Terrorblade. Tinker findet Scarlet Mage oben. Aber ja, Timbersaw wird hier gefunden. Split muss ausgewählt werden, um immerhin den Timbersaw zu finden. Aber er hat eine Aegis natürlich. Und jetzt muss halt Swag hier fighten. Und Chen ist schon jetzt mit der Fischer draußen. Allerdings ist da Tinker und haut halt den Damage von hinten rein. Timbersaw ist halt wieder da. Alle sind low hier. Und das sieht nicht so gut aus. Joe zahlt auch noch mit ihrem Leben. Kompletter Teamwipe für AL, die halt an einer guten Stelle eigentlich gefightet hatten. Auch mit einer schönen Fischer wieder, aber im Endeffekt war es dann ein 4-5 Fight, dadurch, dass Timbersaw wiederkam. Und dann wurden sie halt ziemlich schnell da auf dieser Engstelle doch vom Timbersaw zerrissen.
und natürlich vom Tinker und vom Sniper auf Long Range. Ist halt ziemlich böse, sie müssen halt am Gegner fighten und haben jetzt das halt hier nur im Timmerstore bekommen. Ja. Moa, piu piu, halt dich zurück. Root, ja. Schauen wir uns mal die Grafen an. Die sind ziemlich weit unten fürs Weg. Nicht mehr so viel wie beim letzten Mal, weil sie halt jetzt ein Fun-Lineup spielen. Auch von den Items her. Blink auf Tinker. Geht jetzt auf Dagen. Wer hätte es gedacht? Timmerstore scheint, ja doch, Bloodstone wird das wohl als erstes sein. Wie immer. Chen auf dem Weg zu Mecca. Wohl. Ha, schöner Echo Slam. Könnten wir jetzt hier tatsächlich sogar zwei bekommen. Allerdings die Frage ist, zu welchem Preis? Nämlich zum Preis von dreien hier. Mit der Chen natürlich direkt Rage Buyback. Because, you know, fuck you. Because that's why. Ist dann wohl noch nicht so ganz auf dem Weg zum Mech. Ist aber auch derjenige, der am meisten feedet in diesem Spiel gerade. Ja. Einiges Change. Nichts machbar. Werden hier komplett überrannt. Haben aber auch nie so einen richtig großen Teamfight. Ja, diesen Minion können wir jetzt auch steuern. Ja. Ha, Sniper kriegt tatsächlich noch den Tower. Bisschen zu knapp. Bloodstone fertig. Dagen 1 auch fertig. Mal schauen, ob er Dagen 5 E-Blade oder E-Blade Dagen 5 geht. Pritzel, easy Gold. Und ein Terrorblade. Ihr gesehen wurde, dass sie da ein Wort gesetzt hat, aber keine Sentries da. So wie es scheint. Shaker findet mal wieder jemanden, nämlich eine Fische auf 2, okay. Nicht schlecht. Finden immerhin den Dark Troll Summoner. Aber mehr scheint da nicht möglich zu sein. Prinzipiell AL haben alles ready außer Echo Slam in 60 Sekunden noch. Bruce Blade ist halt da. Aber Swag warten halt auch nur so auf sie. Split unter einer Ward. Die leider knapp außer der Range ist. Dann denken sie, dass sie okay sind. Aber meistens steht halt die Ward hier, von daher. Ja, dann laufen sie Highground, sehen halt alle. Split wird gemacht, aber AL gehen nicht rein. Das ist halt sehr schade, das könnten wir sowas machen. So werden sie hier komplett alle abgeben, weil der Bruce Blitz nichts geht. Bruce Heuchern gegangen. Und ja. AL gehen nicht nach, bezahlen jetzt hier mit dem Preis. Kriegen vielleicht einen Timmerstore. Na, scheint nicht der Fall zu sein. Aber dann eben wieder den... Oh, kriegen tatsächlich noch so einen schönen Gast hier. Seifi hat einen schönen Gast gemacht, aber jetzt sind hier die Marches da, da sollten sie nicht rein fighten. Team, wo seid ihr? Ja. Und Tinker TP hat einfach raus, weil das gegnerische Team, also... Ja, das Earthshaker da rausgeht. Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden, weil die Fischer hat halt noch Mana. Und somit bezahlt halt auch die Viper mit ihrem Leben, einfach weil Tinker weggekommen ist, weil Earthshaker nicht da war. Auch Scareth Mage war da doch relativ weit hinten, wo er doch näher dran sein konnte. Aber schade. Es waren gute Fischers, aber das, den Viper-Kill und den Nicht-Tinker-Kill hat da der Earthshaker zu verdanken. Der Timmerstore kann jetzt hier ewig diven, hat Platz und Charges ohne Ende. Und mit ohne Ende meine ich 5, also gar nicht so viele. Simp. Timmerstore ist jetzt hier mittendrin. Spammt jetzt hier die Marches und Brewmaster hat keinen Split. Das könnte, ja, das relativ einfache Kill werden. Godlike für Tim, für Tinker. Ah, okay, geht erst auf Dagen. Weil es ist schneller und so lange wird das Spiel nicht mehr gehen wahrscheinlich. Hat jetzt auch schon Dagen 3. 9 zu 0 zu 12. Finden hier Sniper mal wieder. Und holen sich einen Easy Kill. Hm. Naja. Tinker wollte hier schnell hingehen, aber ist dann auch zu spät da. Fischer vielleicht ein bisschen früh, aber hat auch jetzt einen Soul Ring, obwohl er ihn nicht benutzt hatte. Könnte jetzt hier tatsächlich huge sein, weil er hat keinen Echo Slam, hat keinen Mana dafür, dadurch, dass er den Soul Ring nicht benutzt hatte. Aber hat jetzt hier den Soul Ring, um es zu benutzen, also von daher.
Mal schauen, ob er da demnächst reingeht. Initiation oder Spell Usage ist da ein bisschen fraglich, aber können das jetzt hier slow pushen mit den Illus und mit den paar Chain Creeps. Und die Marches verhindern, dass halt irgendwie all eine Chance hat, daran zu gehen, außer wenn sie drumherum smoken. Was tatsächlich die Möglichkeit wert. Hinge geht jetzt weg, jetzt könnten sie halt eventuell Leute holen. Auch wenn es nur der Wildwing ist. Allerdings ist die Terrorblade ein bisschen weit weg, wird jetzt hier geslowt und wird dann wahrscheinlich down gehen. Dementsprechend Teamfight. Re-engage nicht möglich. Und schöner Pickoff auf den Terrorblade. Für das bisschen Tower Damage, ja. Kann sich sehen lassen. AL wollen das ein bisschen verlängern noch. Obwohl sie es halt nicht zu weit verlängern sollten. Aber jetzt müssen sie halt erstmal ein paar Kills holen, zurückkommen, Tower pushen. Dann wird immer noch kein Tower. Sah so aus, als ob sie da ein bisschen zurückkamen. Haben wir da ein bisschen sehr viele Kills abgegeben durch Sloppy Engages. Versuchen hier wieder auf den Sniper zu gehen, aber nicht möglich. Und wenn jetzt hier ein bisschen gesandwiched. Alle da. Brewmaster wird richtig low, geht tatsächlich down. Sniper Ulti ist da genug und Viper ist komplett mittendrin und feedet jetzt hier rein. Das ist nicht so toll. Rockets trifft ihn dann nicht, aber dafür gibt es was anderes. Aber jetzt hier Tinker gefunden. Dro, warum tötet sie ihn nicht? Das frage ich mich gerade. Findet hier aber den Kill. 800 Gold, einiges. Und findet sie genau auf den Sniper den Kill. Allerdings ist jetzt Timmersaw dran, aber schöner Gush. Und jetzt wird es schwierig für Timmersaw da wieder rauszukommen. Allerdings, ja, die Chain ist da. Langer Silence, aber kein Follow-up. Weil natürlich auch die Viper da ist. Und, oh nein, Viper tötet sich selber mit dem Necro. Too much Greed. Joe versucht es halt alles, hat jetzt den Manta. Aber, weiß nicht, wie viel sie alleine da machen kann. Bruce jetzt hier oben. Vielleicht versucht er einen Solo-Kill. Könnte hier splitten und den Kill holen. Muss jetzt hier sogar splitten, wenn er denn nicht. Sehr greedy, aber es zahlt sich natürlich aus. Stun ist dran. Kills werden gemacht, ja. Das ist einfach das komisch schöne Fischer. Wieder super schöne Fischer hier von Erotic. Richtig super. Und All-Shed Geflame. So, Sniper kommt. Ah, okay. Fischer war ein bisschen neben den Tinker und der geht einfach rein und holt sich Kills. Ja, Degen Level 4 auf eine Draw. Das tut weh. Degen Level 5 jetzt. Puh. Ja, ein super Tinker-Game hier auf jeden Fall. Auch wenn er ein bisschen. Bisschen viel feedet. Sniper denkt, dass er hier okay ist. Das ist interessant. Oder wahrscheinlich muss er einfach nur tippen. Aber dafür kommt halt natürlich Tinker rein und holt sich die ganzen Kills. Also, Sniper ist hier einfach nur Bait in dem Szenario. Tja, von daher sind die Trades doch relativ gut. Die Frage ist, wie es mit dem Hacker und Push aussieht, wenn eben AL nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel feeden kann außerhalb der Base. Ich habe den ganzen Old-Shit-Ding abgelenkt. Ha, aber. Das muss ganz knapp hinter dem Blade Mail gewesen sein. Aber Tinker holt sich den. Holt sich den Kill. Chen wird low. Die Fischers sitzen ganz gut. Aber halt auch ein bisschen Soul Ring, weiß nicht, ob er schon benutzt wurde. All Heals könnte jetzt. Oh oh. Hat jetzt hier ein Problem. Du hast gestunt, Soul Ring, BAM, schöner Echo Slam. Aber, ja, hilft nichts. Oh Gott. Ja, wird schwierig. Timbersaw ist jetzt hier drin, aber kriegt den Split hier raus. Und jetzt sollte das den Kill den Timbersaw geben. Nein, Tinker ist da. Und hat hier genug Force Death Charges, dass er da sein Team retten kann. Schöne Plays. Und hat auch einfach vorne schönes Manta Dodge.
Hund hat auch super safe hier vom Storm. Panda. Dass er den hier hochgewirbelt hat, gerade wo die Laseranimation kam. Richtig schön gemacht. So, Pfeiffer sollte sich jetzt nicht umdrehen und den Kill holen. Auch generell hiermit nicht. Pts. Ja, das Problem ist... Ja, Turn ist hier schlimm. Viper kommt gerade so weg, einfach dadurch, dass Timbersaw nicht seinen Chakram zurückgezogen hat. Hat er Glück gehabt. Und die nächsten Rockets kommen. Dodge, nein. Die sind ja nur so ausweichen. Tinker wird low hier und... Earthshaker, Fischer holt ihn da. Blinkdagger instant gekauft. Blinkdagger von Terrorblade natürlich. Und mit dem Blinkdagger kann er vielleicht was tun. Sniper kommt hier wieder weg, weil er einfach TP'en kann. Und ja, Draw Ranger macht einfach keinen Damage, wenn Leute an hier dran stehen. Aber Tinker sollte jetzt hier down gehen. Ja. Geht hier down. Ultra Kill trotzdem noch, aber 110 Sekunden down. Und auch Chen wird hier wieder down gehen, weil er noch feeden muss. Oh, ich habe gerade gar kein Internet mehr, oder? Ja, interessant. So. Streaming geht dann los, wenn... wieder Internet habe. Krass. Too much pinging, too much stuff is going on. Jetzt könnte es helfen. Ping, 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 Sniper. Seriously. Oh man. Der geht einfach raus. Schön gemacht. Aber Skyrath Mage hat jetzt immerhin seinen Rod of Eitos. Aber... kam da nicht rechtzeitig, um Damage zu machen für den Blinkdagger Terrorblade. Okay. Ach ja. Stimmt ja, wenn ich aufnehme und dann anfange zu streamen, stürzt ja mein Streaming-Software ab. Stimmt ja, sorry. Aber jetzt wieder live. Mit einem Thema soll der down gehen wird. Aber noch vorher Suicide committed dann doch noch. Ich habe mich schon gefragt, okay, schafft er das oder schafft er das nicht? 43 zu 28. Das wird hier definitiv verrückt werden. Letzte Game der Series und so. Und immer schön. Immer schön ins Blade mehr rein. Oh nein. Können wir nicht einfach so auf Illus schießen? Warte doch mal ab, wie viel Damage wir bekommen. Ist jetzt ja nicht so, dass der Morphling ist, der sofort wegjumpen kann. Sloppy Plays auch von AL hier. Und es ist nicht nur Swag, die feeden und... Ja gut, Swag feeden und AL wirft teilweise... Ist ein bisschen komisch mit ihrer Spell-Usage. Aber was ein Tinker-Game, ja. Waffenscraft, was? Jetzt Caster All-Chatten hat auch ein bisschen was. Und schöner Kill, aber direkt mit dem Leben bezahlt. Noob Sniper. Weg vom Sniper Mage gekillt. Ranger braucht hier unbedingt das BKB. Ist auch ein Weg dahin, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen schwierig. Skyrath Mage Buyback. Schöne Fischer, aber nicht ganz in Chain getroffen. Die Drow will nicht ganz eigentlich den Kill holen, doch jetzt. Jetzt müssen wir sie nicht den Kill holen, wenn Tinker irgendwie in Blinkreichweite ist. Ja, Fischers sorgen halt immer dafür, dass es ein bisschen down ist. Jetzt ist hier Tinker in den Bäumen. Sneaky. Oh, dann kommt sie sich mit dem Forster viel gerade so weg. Schöne Mystic Flare. Aber ja, da ist jetzt der Tinker. Echo Slam wird versucht, hier nach vorne zu machen. Was, wo kämpfen sie da? Seriously? Und Tinker stand his ground. Ist jetzt gesilenced. Ist immer noch da, aber ich glaube, er will da auf jeden Fall weg. Drone Ranger hat ein bisschen was für BKB und jetzt auch Tinker ist weg. Wo kämpfen sie da? Also da habe ich auch noch keinen Teamfight gesehen, genau auf dieser Rune hier. Hey, ist da eine Rune? Ah. Chen feedet mal wieder. Ping, 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 ping. Okay. Mal schauen, wohin Tinker geht. Okay, geht zum T2.
Und sie wahrscheinlich Roshan machen. Ne, Quatsch, er braucht sein E-Blade, ne? Agas. Oh nein. Agas. Okay, Agas. Agas Tinker. Selten gesehen. So, Blink Rockets. Wait a minute, warum ging dieser Rocket nicht auf den Brewmaster? Targets 2. Doubled, okay. Ich dachte, da stand dann halt 4, aber ne. So, vielleicht sollten sie Snap jetzt runterholen, damit sie noch ein bisschen Zeit haben, den zu stunnen. Aber okay, nevermind. Noob Sniper feedet wieder. Tinker ist jetzt hier. Tja. Laser Cast Range auf jeden Fall. Na gut. Ist wohl mehr, als es so aussieht. Ja, Laser, okay, ja, das ist doch eine große Cast Range. Na, schöne Fischer wieder. Erotic tut hier seinen Part. Bald ist auch Echo Slam wieder da. Musste es jetzt eben nur auf den Tinker werfen, war leider ein bisschen verschwendet, aber das nächste Mal. Alle Outer Towers sind weg. Aber die Wrecks stehen noch. Noch sind alle im Spiel und noch haben sie, glaube ich, auch Spaß. Also, alle kämpfen von hinten, wissen so ein bisschen, ich glaube, dass doomed ist, aber kriegen halt auch hier genug Kills, um halt im Spiel zu bleiben. Also, emotional. Und es ist auch genug Kills, um es noch ganz, noch ein bisschen entertaining zu machen, obwohl es eigentlich. Na, es geht jetzt ein bisschen weiter nach oben, auch in XP, aber ich weiß nicht, ob sie da. Also, Swag feeden halt noch gerade relativ offensichtlich. Und wenn sie damit aufhören, glaube ich, dass alle da keine Chance mehr haben. Und ich glaube auch, dass sie spätestens, wenn es even ist, aufhören mit feeden. Aber keine Ahnung. Snapper wird jetzt wahrscheinlich auch schon solo machen mit dem Necro. Auch kein Left Leech, das ist ein bisschen doof. Seriously, was ist das für ein Game? Könnt ihr offensiv pingen? Nur noch im Trollmod hier. Genau, ein Assassinate drauf, weil die 500 Damage. Wobei sind vielleicht auch. Einfach nur Dagenen. Dann geht's dann weiter. Jetzt auf Roshan. Genau, Roshan ist dann weg. Und jetzt schauen wir mal, ob sie hier zu Ende machen oder nicht. Oder wie lange das. Der Traummodus hier noch weitergeht. Doch. So. Ja, hier könnte Timosaurus nächstes Mal feeden. Aber Viper hat Angst. Außerdem hat sie, glaube ich, den TP gesehen. Und versucht jetzt irgendwie wegzukommen, was aber vielleicht vom Tinker ein bisschen schwierig wird. Außerdem ohne TP ist es halt ein bisschen bitter. Versucht verzweifelt da wegzukommen, aber es sieht nicht so gut aus. Verkaufen, TP und TP. Haben sie genug Damage? Ja, sie haben Oils. Na gut, okay. Nevermind, Chen stirbt mal wieder. Sniper stirbt mal wieder. Ja, die Viper wird hier oben fallen. Nicht ohne einiges in Damage zu machen und das Ganze noch zu juken, aber geht jetzt hier down und Terrorblade. Ups! Schöner Snipe. Los, Blink Dagen. Ja, so kann man das halt natürlich auch machen. Aber wird hier dann doch noch fallen. Schöner Snipe auf jeden Fall hier, um es zu zeigen. Aber die Rex stehen noch. That Dagen. Indeed, indeed, indeed. Und Tinker wird wahrscheinlich hier weiterhin genug Action machen. Holt sich auch noch die. Die paar Illus dann. Aber jetzt Re-Engage von. Nein. Haben halt prinzipiell, der Gash ist halt super wichtig hier. Gash oder Gast? Gast, na gut, Gash verteilt hat er. Der Gast ist halt super wichtig hier, aber ist halt mit den Casted Range halt ein bisschen schwierig. Draw ist langsam gefarmt. Gott, jetzt ist mit Cheap wird das schwierig. Noch mehr Necros. Sniper, ja, kauft noch ein Item, wird ihm nicht so viel bringen, weil er so nur feedet. Ja, und mit dem Marches ist halt ein bisschen schwierig, wenn Brewmaster zu nicht hätten. Aber haben hier oben eine Ward, gehen jetzt hier direkt rein, aber Hex ist halt da. Damit hat er nicht gerechnet. Damit hat er vorher nicht geguckt und ist deshalb nicht schnell genug gesplittet.
Und easy kill. Ich frage mich jetzt, wenn der Brewmaster weg ist, hat er Buyback? Nope, hat kein Buyback. Da könnten sie eventuell jetzt dafür goen. Finden hier aber erstmal einen Timbersaw. Der leider mit dem Mystic Flare schöner Echo Slam, aber hilft wohl erstmal nichts. Blade Mail ist da. Aber es macht den Kill schneller. Aber jetzt ist Joe ein bisschen zu weit drin. Ich weiß nicht, wohin sie läuft. Außer in Nahkampf-Range. Was vielleicht nicht so die beste Idee gegen Timbersaw ist. Und generell mit Andrew. Und Teamwipe für AL. Mal schauen, ob hier Swag weiter trollt. Oder ob sie hier doch ihre Rex machen. Buyback von Sniper. Okay, erster Troll. Rex sollten es hier werden. Mal schauen, ob AL jetzt sagt, okay, genug. GG go next. Beziehungsweise GG, das war's. Oder ob sie doch noch ein paar Kills wollen, ein bisschen trollen. Buybacks kommen hier rein. Allerdings mehr als Feed ist es jetzt nicht. Nächster Hex. Und ja. So viel dazu. Hex-Tinker ist halt nicht zu scherzen mit. Haben jetzt nochmal zweimal reingefeedet. Vielleicht war es das jetzt. GG. Von Draw Ranger dann doch noch. Spaßiges Game. Trolliges Game. Es war sehr einseitig, aber immerhin haben sie genug getrollt, als dass es nicht so langweilig war. Ja. Damit haben Swaggy Dudes das Ding gewonnen und könnten jetzt in der Rangliste eventuell auf Platz 2 kommen. Mal schauen. Rankings sieht so aus, dass Swaggy Dudes ja am Platz 2 sind gegen Borderdash Gaming. Borderdash Gaming hat einen Defin abgegeben. Dementsprechend Swaggy Dudes auf Platz 2 und damit in Playoffs mit diesem Game. Gratulation an Swaggy Dudes. Und ja, dann schauen wir mal das nächste Game. Das letzte Game dieser Series beginnt um 20 Uhr bei mir. Somit haben wir jetzt noch ein bisschen Pause und sehen euch hoffentlich danach. Bis dahin, auf Wiedersehen.